TJ, du glaubst nicht, wer zurückgekommen ist. Beziehungsweise wer heute Nacht, nachdem wir gestritten hatten vom Club, wenn ich, als ich weggerannt bin. Ja, erinnerst du dich daran? Nein, ich entschuldige mich nicht bei dir. Du bist schuld. Du bist der Schuldige. Die Person, die wegrennt, die hat einen guten Grund, warum die wegrennt, okay? Jetzt hör doch einfach mal zu, was ich dir zu sagen habe. Und zwar, du weißt nicht, wer heute dann an der Tür, der saß an der Tür und hat einfach geschlafen und hatte eine Wodkaflasche in der Hand. So Korn, glaub, heißt es. Soll gar nicht so schlecht schmecken, Korn, habe ich gehört. Ja, ich zeig dir den. Bist im Live-Chat, guck mal. Den habe ich, der ist immer noch voll besoffen, oder? Der kann nicht mal nicken, gar nichts geht bei dem. Jedenfalls habe ich den aufgenommen und dachte mir so, dass der, oh, guck mal, wie der Ding, der schwankt, ey. Der schwankt sein Leben, ey. Du bleibst jetzt erstmal hier, Songfresser, und ich kümmere mich um dich. Und er erzählt, der erzählt mir dann bestimmt, TJ, mit wem rede ich gerade eigentlich? Rede ich mit den Leuten im Live-Chat oder mit dir? Ah, da kommt wieder jetzt so Ding, wie was die zu sagen haben. Ey, der freut sich auch, dass der wieder da ist. Ihr glaubt's nicht, mit wem ich, wie ich mein Problem dann gelöst habe. Also nicht, dass ich die Probleme gelöst haben sollte, nur ich habe dann halt nicht darüber gesprochen und es verdrängt. Und jetzt ist der Knirps wieder da und der fühlt eh nichts, der ist immer noch besoffen. Deswegen, du willst ziehen, ja, wartet, ey. Da sagt jemand, ich soll dem nicht, das nicht geben. Das ist gar nicht so ungesund, wie alle immer sagen.